Die Entscheidung für die eigenen vier Wände fällt oft nicht leicht. Ausschlaggebend ist die Wohnungsbesichtigung. Wir haben Ina Hinkelmann, Vertreterin der Wismarer Wohnungsgenossenschaft, bei einer Besichtigung begleitet. Sie zeigt einem jungen Paar eine frisch sanierte Wohnung im Wismarer Stadtteil Wendorf. Auch Keller und Außenbereich gehören dazu. Während der Besichtigung werden auch offene Fragen beantwortet. Wenn sich nach einer Wohnungsbesichtigung die Interessenten für die Wohnung entschieden haben, dann werden die Unterlagen nötig, die wir benötigen für die Prüfung. Das ist zum einen unser Selbstauskunftsformular, wo die Interessenten ihre personenbezogenen Daten angeben. Dann wird es nötig, Einsicht in den Personalausweis zu nehmen, Einsicht in einen Einkommensnachweis zu nehmen. Und alle weiteren Unterlagen sind hier auch nochmal aufgeführt, sodass die Interessenten das dann auf einen Blick erkennen können, was denn nötig wird, um bei uns eine Wohnung anzumieten. Nach der Prüfung der Formulare setzt sich die Wismarer Wohnungsgenossenschaft mit den Interessenten in Verbindung. Sie klären die weiteren Schritte bis zur Wohnungsübergabe. Bevor eine Wohnung für die Übergabe bereit ist, werden noch mit unserer Technikabteilung Abstimmungen vorgenommen, denn bei jeder Wohnung sind ja andere Maßnahmen erforderlich. Und damit bei der Übergabe alles perfekt ist, wird das entsprechend abgestimmt und in die Wege geleitet. Vorab werden wir bei jeder Anmietung eine Eheüberprüfung durchführen. Das heißt, die Rauchmelder werden gewartet, die Steckdosen werden alle geprüft und alle Lichtanschlüsse. Danach werden wir vor jeder Anmietung eine Sanitärausstattung durchführen. Das bedeutet, alle Mischbatterien, WC-Anlage, Dusche bzw. Badewanne werden geprüft, sodass es keine weiteren Probleme für die zukünftigen Mieter gibt. In einer kurzen Zeitspanne von 1 bis 2 Tagen können die Wohnungen nach der Besichtigung vermietet werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Vertragsfirmen kann die Wismarer Wohnungsgenossenschaft dies ermöglichen. Dabei wird nicht nur auf Effizienz und Qualität geachtet, auch Umweltfreundlichkeit zählt. Besonders frisch sanierte Wohnungen sind schnell vermietet.